Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zum BA-Team. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Auswärtssieg am letzten Spieltag versuchen wir heute zu Hause gegen Köln wieder ein paar Punkte zu holen. Mal schauen, ob mir das gelingen wird. Wir haben den Heimvorteil auf unserer Seite, die geilsten Fans der Welt im Rücken, aber sonst haben wir leider gegenüber die Kölner überhaupt keine Vorteile und unsere Gäste aus Köln haben ein paar angereiste Fans mit im Petto plus Angriff, Verteidigung und die Tore auf ihrer Seite. Mal schauen wir mal, wie es hier zu Hause in Düsseldorf uns gelingen wird, den Kölnern zu zeigen, wo der Mastel die Most holt. So, auf geht's. Keine Ahnung, was jetzt das war. Haben wir die. Müssen wir. Ah, die freie Position, wo wir jetzt sind. Ja, macht ja nichts. Also, jetzt irgendwas schief gelaufen, aber macht ja nichts, macht ja nichts. Dann spielen wir halt jetzt in der freien Position, danach geht sie wieder mit rechts, der rechten Verteidigung weiter. Kann mal so ein Fehler passieren. So. Wenn ich die jetzt eingestellt, linke Verteidigung, aber links außen. So. Schauen wir mal, das ist auch schon lange nicht mehr passiert, dass einer einen Freistoß kriegt. Jetzt das bleiben lassen, nicht das gleiche Ergebnis gefällt. So. Ah, zu früh. Teufel, noch eins. Aber dafür haben sie es jetzt hat. Die Kölner, der Müller. Der Müller, was? Mit der Milch oder ohne, man weiß nicht. Die Müllermilch. So. 16. Was? Ah, 60 Minuten war es, ja, jetzt sind wir bei 15. Jetzt habe ich gerade kurz am Faden verloren. So, der Brett schafft's nicht. So.
Aber sehe ich mal Topstalker da. Düsseldorfer, der HP. Schauen wir mal, ob er einen Bulli schafft. Bulli schafft da. Ah, gibt es ja einen Fehlboss. Fit 2 nach unten. Müssen wir Fit 2 aufbauen. Da, Daniel, komm schon. Ah, HP ist schon da. Der AG ist schon da. Der AG ist schon da. Und macht den Ausgleich. Meine lieben Sportsfreunde, er macht ihn, der Tiroler. Tor 27, komm schon. Ah, komm schon, Jungs. Daniel, du musst jetzt ran, du musst jetzt ran. Schafft's auch nicht. Störfaktor hoch. So, Cherry. Auch nicht. Auch nicht. War 56 genau. 1-1 zwischen Düsseldorf und Köln. Oho, mit Daniel liefert immer das Duell um den ersten Platz. So. Auf geht's, zweites Drittel. Schauen wir mal in Führung kommen. Und wir kommen in Führung vom Keil unserer Nummer 16. Danke, wenn man mit bisschen Namen dann im Kopf habe. Aber ich sage, ein paar Nummern weiß ich nur auswendig im Kopf. Das ist das Geile, wenn du als YouTuber viele Eishockey-Projekte mit vielen Mannschaften machst, irgendwann dann merkst du das. Natürlich klar, der AG mit der Nummer 19, den kann man sich ja gar nicht, kann man ja gar nicht vergessen. Geht's, Cherry. Cherry müsste das sein. Normalerweise jo. Ah, Teufel noch eins. 16-15.
Gut, ich schon denkt, der fällt rein. Oh, Daniel, oh, Daniel, komm schon, Daniel. Ah, nein! 13 Minuten waren es gerade noch auf der Uhr, jetzt sind wir bei 12:30. So. Jetzt auf geht's, auf geht's, auf geht's. Hier 53 genau. Das wird doch wohl möglich sein, dass man da das Tor nur unterschießen. Jetzt gewesen, das ist der Victoris El. Ära 50 genau auf Tour, meine lieben Sportsfreunde. Es riecht nach Sieg. Aber es kann sich nur umschlagen. Pulli verloren. Oh, Daniel, Daniel, Daniel. Jawohl. Er hat alles gegeben. Er hat alles gegeben, meine lieben Sportsfreunde. So, Kai, komm schon. Geil! Das gefährliche ist ein entscheidendes Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Jetzt muss da nur ein Tor fallen. Fällt jetzt was? Jawohl! Der Keil macht das zweite Tor am heutigen Nummerabend. Unser Nummer 16 kratzt am Hattrick. Zumindest haben wir schon mal soweit die uns angesichert.
Jawohl. Komm schon. Ah, Teufel, noch eins, ich wollte einen Keil zum Hedy verschaffen. Novak. Aber zumindest macht er Novak. Marcel, glaube ich, heißt er. Marco. Ich habe Marco im Kopf gehabt, aber wenn ich es nicht jetzt sage, ist es sicher falsch. Verliert die Scheibe. Jetzt müssen wir gerade noch die 7 Minuten nur noch stehen. Ohne einen größeren Torverlust. Ah, Punkteverlust. Ihr wisst schon, was ich meine. Gegentore, so wollte ich sagen. Die letzten drei Spielminuten haben begonnen. Jetzt braucht man jeden Mann auf dem Eis, egal wie es ist. Das wisst ihr, ich kämpfe gern beim Eishockey auf dem Eis. Aber jetzt darf uns das Torverhältnis nicht nehmen lassen. Wir dürfen uns das Torverhältnis nicht nehmen lassen, meine lieben Sportsfreunde. Den Gegner, wir müssten sogar nur aufbauen. So. Jawohl, haben wir schon mal gewonnen. 4:1 Sieg, meine lieben Sportsfreunde. Weitere 3 Punkte dazu, waren wir bei 42. Düsseldorf 1 da mit 2 Assist. Der HP ist mit 1 Tor 2 Assist dabei. Dann haben wir hier 2 Tore 1 Assist. Also haben wir 3 Stars, 3 Tore, 5 Assists. Schließen wir das ganze Ding einmal ab hier. Lassen wir mal einen Coach ersetzen. 29 Punkte habe ich als Topstalker. Achso. Wir sind ja zuerst nur nach vorne.
So, Düsseldorf bleibt auf Platz 1 mit 42 Punkten. Gefolgt von Ingolstadt, Berlin, Straubing auf der 4. Die Roosters sind auf der 5, Nürnberg auf der 6, Augsburg auf der 7, Krefeld 8, Schwenningen 9, die Wolfsburger sind auf der 10, Köln auf der 11, München auf der 12, die Fischtauners auf der 13, Bietigheim auf der 14, die Adlers sind auf dem letzten Platz und somit spielt das nächste Mal der Erste gegen den Achten. Passt da gut. Passt da gut, meine lieben Sportsfreunde. Das war's aber für diesen sportlichen Tag. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus BA-Team weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, noch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meinem Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.